So, da bin ich hoffentlich wieder. Nach der kurzen Unterbrechung. Ich musste nämlich noch die alte Aufnahme von der letzten Aufnahmesession löschen, sonst hätten wir nicht genug Speicher gehabt zum Aufnehmen. Das ist auch immer blöd, wenn das passiert. So, aber hier sehe ich auch nichts. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir das mal so stehen. Du isst das letzte Brot. Und dann würde ich sagen, wollen wir die Essenzen und alles hier raus. Und die Nachrichten. Schmeißen die Kiste gegen die Wand. Packen die Essenzen hier in den Sack. Genauso wie die wichtigen Nachrichten, also das hier und die Inselmap. Das brauchen wir ja nicht mehr, das auch nicht mehr. Das können wir noch behalten. Und das ist ja eh ein Rätsel für hier. So, jetzt ist er nämlich etwas leichter. Weil so eine Kiste wiegt leer, na gut, 3 Kilo, und Sack wiegt fast gar nichts. Okay. Ah, der Weg nach draußen. So. Theoretisch könnten wir jetzt gleich eine der beiden Türen öffnen und gucken, was dahinter liegt. Und ich glaube, das mache ich auch, bevor ich die andere Krypta unter die Lupe nehme. Viel dürfte ja hier in dem Gebiet gar nicht sein. Okay, ein Druckplattenrätsel. Aber wie immer erst einmal... so. Erstmal runterklettern. Auf jeden Fall ein offener Sarg. Kofak. Ey, cool, hier ist der Weg zurück. Und Licht geht aus. Wow, die Dunkelheit kam mir etwas bedrohlich vor. Oh, cool. Dahinter war ein Wiederbelebungskristall. Da gucke ich doch mal, wo... Ja, vielleicht von oben aus, von der anderen Seite. Ja, da sieht es so aus, als ob es da runtergehen würde. Obwohl, ich gucke mich vorsichtshalber hier nach Knöpfen mal um. Hier ist nichts, hier ist auch nichts. Nein. 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 Okay. Gut, sind wir wieder hier oben. Der Zettel ist gerade nützlich. Ah ja. Ist das hier ein Rätsel? Ich muss alle Falltüren zumachen irgendwie. Oder muss ich die Fackel wegnehmen? Da habe ich jetzt auf jeden Fall einen Teleporter. Habe ich da einen Teleporter angemacht gehabt? Was zur Hölle machst du? Sind hier sonst noch irgendwo Knöpfe? Nee, das ist der Teleporter da drüben. Stein. So, jetzt werden alle Mitteldinger geschlossen. Nur die anderen sind offen. Macht das Ding was hier in dem Raum? Ah ja, das hat was gemacht.
Irgendwas habe ich gerade geöffnet. Ach so, ich glaube, ich verstehe. Oh, jetzt ist es wieder zu. Ah ja. Ich glaube, ich verstehe. Das ist eine. Das hier ist eine Spiegelung von dem Raum hier. Also wir müssen gucken, wo sind die Knöpfe? Da ist einer und da ist einer. Das heißt, wir müssen gucken, dass hier zu ist. So. So müsste das richtig sein, ja. Genau. Und wir haben wieder einen Hungerkandidaten. Haben wir noch eine leckere Zunge? Ja. So. Und die beiden Türen müssen jetzt gleich wieder zufallen. Egal. Jetzt geht's in die Krypta der Hochgeborenen. Mit einem blauen Kristall. Sehr schön. Es wird nämlich dringend Zeit, dass wir mal wieder speichern. LP093. So. Dann können wir uns hier jetzt in Ruhe umgucken. Das sieht auf jeden Fall aus wie ein cooler Stab. Blowdarts brauchen wir nicht. Wir haben eine Armbrust. Das ist ungefähr das Stärkste irgendwie in dem Teil, was wir bis jetzt gefunden haben. Sag bloß, du wirst, nö, du bist noch nicht wieder aktiv. Steht hier. Grabkammern. Da ist ein Grab. Da ist nichts. Da ist auch ein Grab. Da ist auch ein Grab. Und ich glaube, das sind Schlangen, die ich da höre. Da ist noch ein Grab. Und hier ist eine Nachricht. Moonblade, ein Geschenk für Noom, dem Warrior. Und seine... Seinen Gefährten und seine Kinder. Die Ewigkeit möge sie willkommen heißen. Light Weapon. Benutzt Dexterity. Plus 10 Accuracy. Requires Light Weapon 4. Na, ich glaube nicht, dass ich mit dem Ding... Doch, ich mache ein bisschen mehr Maximalschaden. Und kann Fury of Slashes benutzen. Jo, kann ich. Aber behalten wir das Ding mal. Das hat eine ziemlich nice Geschwindigkeit sogar. Was ist das? Wand of 4. A Gift for Harmon den Händler. Also ein Geschenk für Harmon den Händler. Gold war sein einziger Freund. Die Ewigkeit möge ihn willkommen heißen. Ja. Cloud of Nightmares. Den kriegst mal du. Der hat zwar keine Besonderheiten, also keine Boni, aber behalten wir trotzdem mal. Ich habe jetzt die beiden gerade irgendwie bestohlen. Soll ich denen was als Pfand da lassen? Nee. Weil das sieht aus wie die Tür, wo es weitergeht. Genauso wie die Tür da drüben. Werden wir ja sehen. Grabkammern. Lebt hier jemand? Nö. Hier ist nur etwas Essen. Uraltes Pitwood Bread, was ich gerne annehme. Und zur Sicherheit mache ich die
Der Sargtag wird angezeigt. Oh, da liegt was drauf. Hier liegt irgendwer. Den können wir nicht einhauen. Okay. Sollten wir auch nicht machen. Hier ist Company und zwei. Hier liegt der Architekt Teheb, sein Freund und seine beiden loyalen Diener. Soll die Ewigkeit sie willkommen heißen. Okay, was haben wir hier? Hier liegt niemand. Oh, müssen wir die Geschenke vielleicht auf die richtigen Särge legen? Wer liegt hier? Hier liegt niemand, aber hier ist ein Knopf. Hallo? Secret found. Storm Amulet, Willpower plus 2, Resist Shock und Dietrich. Du machst nur Willpower plus 2. Gut. Okay. So, eine Grabkammer haben wir noch. Hier liegt auch niemand zurzeit begraben. Ich höre auf jeden Fall hinter der Wand aber jemanden rumschlurfen. Nehmen wir mal Fackeln raus. Also entweder sind die beiden Sachen irgendjemanden, dem ich sie geben muss. Also auf einen dieser Särge legen muss. Burial Chambers. Ach ja, das Schwert nehme ich mal wieder mit. Ich nehme mal an, ich muss den beiden ihre Geschenke bringen. Ach, und Licht machen. Also ich weiß, hier lag keiner von den beiden. Moonblade und Wand of Fear. Okay, der eine. Der eine lebte alleine. Das muss dann der hier gewesen sein, hä? So. Und ja, du nimmst dein Schwert erstmal wieder. Und der andere lebte zusammen mit seinem Freund und seinem Kind. Also kann es schon mal nicht der hier sein. Sondern es müsste dann der hier sein. So. Ich tippe mal, dass wir denen ihre Waffen bringen müssen. Genau. Hat es auch die Tür da drüben geöffnet? Nein. Das hat nur die Tür hier geöffnet. Hallo Schlange. Oh, ups. Wow. Ja, Schlange schnell tot. Hier ist nichts, oder? Kein Schalter, kein Schalter, kein Schalter. Da geht es nur hier lang weiter. Hier ist ein Schalter. Hallo.